Hallo Leute, ja, recht herzlich willkommen auf dem Kanal. Ich will euch mal ein Update geben für den Wochenplan. Und ja, da sieht es aus, dass es halt Sommer wird. Es wird sich ein bisschen was ändern. Wir haben auch ein paar andere Dinge, die sich ändern durch ja, schlechte Erfolge im Spiel. Und das werden wir jetzt mal hier Wochentag für Wochentag durchgehen. Ne? Fangen wir an mit dem Montag. Am Montag ändert sich im Endeffekt nichts. Wir haben hier Oxygen Not Included und der Fortress im wöchentlichen Wechsel. Und abends kommt immer die Folge mit Pal World. Und naja, der Pal World Hype, der ist wohl vorbei. Da ist jetzt nicht mehr so viel los, aber wir spielen dann auch weiter und gucken uns das mal an. Dwarf Fortress läuft, da ist auch Kommentare sind da drin, wo ich dann Infos kriege, zum Beispiel, dass ich hier Räume zu groß gemacht habe, die vielleicht kleiner machen sollte und so weiter und so fort. Hier oben ist es bei Oxygen Included genauso. Der Mordark ist das da, der mir da ganz viele Tipps gibt und so immer wieder dabei ist und mir sagt, wie es da besser laufen könnte, wenn ich das und das mache. Und das ist eine super Hilfe und da bedanke ich mich für. Gut, gehen wir auf den nächsten Tag. Das ist der Dienstag. Ja, da ist das Spiel, was jetzt am Kränkeln ist. Das wird definitiv nicht mehr auf die Beine kommen. Da bin ich fest von überzeugt. Das wird noch zwei, vielleicht drei Folgen werden. Dann ist das durch. Dann sind wir da bankrott. Da wird es eine neue Staffel geben. Staffel 4 ist das dann und wird auch Comic-Pack sein. Und definitiv werden wir da mehr zur Jahrhundertwende anfangen. Da werden wir vielleicht 3, 4 Jahre noch mit den Kutschen spielen und dann werden die ersten Fahrzeuge da sein. Und dann wollen wir hoffen, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen und dass es da finanziell besser wird. Müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Ja, es ist das Comic-Pack 071 geworden und das ist ja geupdatet und vielleicht ist es da schwieriger zu spielen. Muss man mal gucken. Gut, das war der Dienstag. Gehen wir auf Mittwoch. Am Mittwoch läuft 5 in 5 Minuten. Das ist gut angekommen. Da sind alle, glaube ich, ganz nett am Gucken. Ja, da ist das Wichtigste immer in Kurzform drin. Ich spiele meistens so 15 bis 30 Minuten in den Spielen und schneide das dann auf 5 Minuten zusammen. Ich glaube, das macht Spaß, sich das anzugucken, weil man da dieses viele, was nicht interessant ist, rausschneiden kann. Ne? Gehen wir auf Donnerstag. Donnerstag haben wir Walheim und abends Palworld ist weg. Ne? Wie gesagt, der Hype ist durch und da sind wir jetzt hier mit dieser Folge ganz glücklich und zufrieden. Borlheim plätschert gerade so ein bisschen hin, ist ein bisschen langwierig, diese Hin- und Herrennerei mit den Rohstoffen und sowas, dass man die ins Lager kriegt. Ich muss mal gucken, ob ich mein Lager nicht vielleicht umstationiere oder sowas, aber das wird dann irgendwo in der Folge zu sehen sein. Ne? Gehen wir auf den nächsten Tag, das ist der Freitag. Freitag haben wir hier Voxel Tycoon und RimWorld im Wechsel jeweils wöchentlich. Die laufen ganz gut, bin ich ganz zufrieden mit. Da schauen Leute zu und manchmal habe ich bei Voxel-Teigen so einen Hype, da gucken dann mal so gefühlt zehnfach so viel wie sonst. Ich weiß gar nicht warum, aber ist auch ganz nett. So, gehen wir auf den Samstag. Da ist Transport Fever 2 zugange. Das läuft auch gut. Da ist jetzt gerade ein Neueinsteiger, der sich Folge 1 gerade angeguckt hat. Finde ich ganz interessant und mal schauen, wie wir da weiterkommen. Die Serie läuft halt weiter und es macht auch Spaß in dem Spiel eigentlich. So, dann kommen wir zum Sonntag. Sonntag ist dann die Überraschung. Naja, die Überraschung Palworld, wahrscheinlich nach dem Donnerstag an die Kündigung nicht mehr. Diese Folge ist weggefallen. Wir machen nur noch montags Palworld. Und ja, hier ist ein neues Projekt am Sonntag. Das werde ich nicht abends machen, das werde ich morgens machen. Und da müssen wir mal gucken. Das soll ein kreatives Projekt sein, wo ich Kreativität mit einem Spiel gepaart habe, was Neues. Und mal schauen, wie meine Kreativität da ist. Wann das anfängt, kann ich noch nicht sagen. Wahrscheinlich nicht am nächsten Sonntag. Vielleicht wird es auch erst im Juni sein. Muss man mal gucken, dass es vielleicht ein paar Wochen braucht, bis ich da kreativ geworden bin und das dann einsetzen kann. Alles klar. Gut, das ist die Woche. Seht ihr jetzt hier schön im Überblick und freue mich, dass ihr dabei seid. Bedanke mich für eure Abos und so weiter. Falls ihr noch kein Abo habt, dann macht eins. Das wäre auch schön. Unterstützt mich sehr stark. Und ja, wollen wir hoffen, dass es gut weiterläuft. Genießt die Videos, die ich für euch produziere und geht mal raus an der frischen Luft. Es wird ja jetzt wieder wärmer und dann geht es über den Sommer vielleicht nicht so gut bei YouTube, aber vielleicht dann zum Herbst wieder. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Ne? Falls nicht, macht das, ach, lassen wir das mal besser weg. Ne? Ich wünsche euch was. Bis dann.